Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Wir sprechen heute über etwas, was du über deinen Kunden unbedingt wissen musst, was aber fast niemand zu fragen wagt. Und es ist im Aufbau einer Kundenbeziehung, aber auch in der Entwicklung einer Kundenbeziehung, es ist die wichtigste Frage überhaupt. Und es gibt Unternehmen, wo du gehängt und gevierteilt wirst, wenn du das über deinen Kunden nicht weißt. Und auch für deine Karriere ist es eine sehr, sehr wichtige Frage. So, jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter. Es geht um das Kundenpotenzial. Ja, oder die Amerikaner sagen auch Customer Value oder man kann auch Kundenwert sagen. Das ist essentiell. Ne? Also es geht eigentlich darum, welchen Umsatz, welchen Ertrag oder welchen Nutzen kannst du mit diesem Kunden, mit diesem Unternehmen über die normale Dauer einer Beziehung oder auch eines Jobs erzielen? Ja, also Umsatz ist klar, Ertrag möglicherweise noch spannender. Nutzen kann aber auch mit drinstecken, wenn es ein Kooperationspartner ist, wenn es ein sehr, sehr hohes Referenzvolumen gibt, wenn ich mit dem zum Beispiel in den Verband reinkomme und so weiter. Und beim Job ist das eigentlich auch so, ne? Also wenn du ein Angebot kriegst, dann oder auch bevor du dich überhaupt damit auseinandersetzt, mal überlegen, was kann ich da an Gehalt erzielen? Was kann ich da lernen? Was hat das für mich für einen Referenzwert, wenn ich dort gewesen bin? Und wie kann das zu meiner Entwicklung beitragen? Das sind die entscheidenden Fragen, bevor du dich für ein Unternehmen oder einen Job entscheidest. Aber wir gehen erstmal auf das Vertriebliche ein. Du kannst wahrscheinlich eine Menge Sachen mitnehmen oder übertragen. Was bekommst du heute? Also ich erkläre dir nochmal das Konzept, warum das Thema Customer Value, Kundenpotenzial im Vertrieb, in der Entwicklung von Kundenbeziehungen so, so wichtig ist und warum man das nicht vernachlässigen sollte. Wir gehen ein bisschen auf die Gegenargumente ein, die oft aus dem Vertrieb kommen. Dann erkläre ich dir, wie du das Ganze anwenden kannst, so einfach wie möglich. Also da gibt es auch ganze Bücher mit mathematischen Formeln zu. Aber du musst es so einfach wie möglich, wie du das umsetzen kannst, das erkläre ich dir. Und nachher erkläre ich dir nochmal ein paar Kennzahlen, die sich mittlerweile so etabliert haben, wie zum Beispiel Customer Lifetime Value. Ja, und dann machen wir einen Takeout, wie du das für dich umsetzen kannst. So, dann legen wir los. Ich finde es immer interessant, wenn ein Verkäufer zurückkommt und sagt, ja, ich habe jetzt hier den Umsatz von 100 auf 200.000 Euro gesteigert, dann freuen sich natürlich alle, wow, er hat den Umsatz verdoppelt. So, aber wenn ich jetzt wüsste, dass das Gesamtpotenzial, das ich bei dem Kunden habe, bei 3 Millionen liegt, bei 3 Millionen Euro, dann hört sich das schon nicht mehr so toll an. Ja, das heißt, das, was am Potenzial des Kunden da ist, ist halt schon wichtig, um auch zu bewerten, welchen Umsatz ich da mache. Ne? Und viele Verkäufer kratzen halt nur gerade mal an der Oberfläche, weil sie gar nicht verstanden haben oder weil sie sich nicht trauen zu fragen oder weil sie nicht wissen, wie sie es ermitteln können, was für einen Wert da überhaupt drinsteckt. Ich mache nachher mal ein paar Beispiele, wo das nochmal deutlich wird. Hier ist es, glaube ich, schon relativ deutlich geworden. Wie gesagt, wir sprechen jetzt vom Kundenpotenzial, vom Kundenwert oder auch vom Customer Value. Und das ist der wichtigste Faktor, wenn du dein Geschäft entwickeln willst oder auch wenn du deine Umsätze ausbauen willst. Weil dann kannst du eigentlich erst verstehen, in welchen Kunden du deine Zeit investieren oder deine Aufwendungen investieren musst oder sollst. Wie du überhaupt neue Kunden identifizierst. Ja, also welche Schwerpunkte setze ich da? Das sind ja vielleicht nicht gerade die hier schreien. Vielleicht sind es auch gar nicht die anrufen, sondern es sind andere Kunden. Also welche Kunden musst du denn überhaupt dir vornehmen, die das größte Potenzial für dich haben, mit denen du am besten und auch langfristig wachsen kannst? Und das müssen nicht unbedingt große Kunden sein. Da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein. Das können auch kleine Kunden sein. Ja? Damit du auch entscheiden kannst, welche Produkte und welche Services du anbietest. Ja? Das hat ja auch was damit zu tun, welches Potenzial haben denn meine Produkte beim Kunden? Damit du auch deinen Preis anpassen kannst, das ist auch ganz wichtig, und damit du auch entscheiden kannst, mit welchen Kunden beschäftige ich mich überhaupt und mit welchen Kunden beschäftige ich mich nicht oder nicht mehr.
Ja, welche Kunden muss ich eventuell auch ziehen lassen? Mega, mega wichtig. Ja, weil das unsere kostbarste Ressource im Vertrieb ist die Zeit, die wir haben. Die Zeit, die wir haben, und da müssen wir halt ganz genau entscheiden, mit welchem Kunden wir diese Zeit verbringen, worauf wir uns konzentrieren. Genau. So, das heißt, wenn du das bei vielen Verkäufern, wenn ich da angucke, wie die sich ihre Zeit einteilen, die gehen halt gnadenlos und wahllos durch irgendwelche Listen, von 1 bis 1000 oder von A bis Z. Entscheidend ist aber doch die Frage, wo hast du den größten Effekt? Wo hast du den größten Effekt? Ja, wenn du, was weiß ich, 5 Kunden besuchen kannst am Tag oder 3 oder einen in der Woche, oder 10 mit 10, 20 Kunden am Telefon sprechen kannst, ist doch die Frage, okay, wo hast du den größten Effekt? Und im Nachhinein kannst du das natürlich sagen, möglicherweise. Aber es ist natürlich gut, wenn du vorher dir schon mal eine Vorstellung dazu gemacht hast, eine Vorstellung, wo du den größten Impact hast. Ja, und das, wie gesagt, das müssen nicht immer die ganz großen Kunden sein, aber eine Vorstellung zu haben, okay, was für ein Potenzial steckt denn dahinter, schon alleine um die ganzen Leerschläge zu vermeiden, also bei Kunden zu sein, die sich halt nicht lohnen, das ist schon mega, mega wichtig. Einwände aus dem Verkauf sind ganz oft, ja, das kann ich bei meinem Kunden, kann man das nicht sagen. Ja? Oder aber, das verrät mir mein Kunde nicht. Ja, ist auch, kommt vor, aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die man drumherum machen kann. Und ich frage dann eigentlich immer, okay, hast du den Kunden denn schon mal danach gefragt? Hast du den Kunden danach gefragt? Und dann kommt ganz oft, nee, habe ich nicht gemacht. Weil das würde mir eh nicht sagen. Und da hast du wieder diese Schere im Kopf, ich denke niemals für meinen Kunden. Ja, da komme ich am Ende auch nochmal zu. Ne, also die Perzeption, die Vorstellung, die wir über unseren Kunden haben, was wir glauben, was der will, was wir glauben, was der denkt, was wir glauben, was der braucht, damit liegen wir super oft falsch. Ja, und deswegen dieser Spruch, der hängt bei uns hier überall an der Wand. Ich denke niemals für meinen Kunden. Ja, das heißt, der Kunde muss mir sagen, was er braucht und was er für ein Potenzial hat. Ich kann natürlich vorher darüber Annahmen treffen, um zu entscheiden, wen ich anrufe. Aber die Frage an den Kunden ist dann auch super, super wichtig. Also regelmäßig abfragen. So ein Feld gehört in jedes CRM-System. Kundenwert oder Potenzial in Euro, wenn wir es ganz einfach machen. Ja, was ist da dahinter? Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja Vertriebsleiter bei Jobpilot, und wenn da ein Kunde angerufen hat, wurde der eigentlich sofort eingeteilt. Ja, also erstmal nach Mitarbeiteranzahl, wie groß ist das Unternehmen? Dann kam er schon mal in eine Vertriebsschiene rein. Und in der Vertriebsschiene hat man eigentlich auch nie versucht, dem jetzt eine Stellenanzeige zu verkaufen. Ja, auch wenn der Kunde eine Stellenanzeige haben wollte, sondern hat eigentlich immer gesagt, ja, wie viel Einstellungen planen Sie denn jetzt in den nächsten 12 Monaten? Ja, das Potenzial fürs nächste Jahr. Und dann hat man versucht, dieses Potenzial maximal auszunutzen, indem man dafür einen Rahmenvertrag angeboten hat, wo der Kunde halt deutlich günstigere Konditionen bekommen hat, als wenn er die Stellenanzeigen einzeln kauft. Da war das komplett normal. Aber bei ganz vielen Kunden ist es halt, ja, ich verkaufe halt das, was ich immer verkaufe, in der Menge, die ich immer verkaufe. Und wenn der Kunde dann nachkauft, ist ja schön, dann habe ich wieder ein Erfolgserlebnis. Aber dass wir wirklich mal reingehen, und das versuchen wir hier bei Xenagos auch gerade nochmal in unsere Köpfe reinzubekommen und wirklich in jedes Gespräch einzubauen. Lieber Kunde, was hast du denn an Einstellungen im Vertriebsbereich in den nächsten 12 Monaten geplant? Weil dann habe ich auch eine ganz andere Argumentationsweise. Ja, und auch wenn er es mir nicht sagt, kann ich immer noch mal ein paar Pfeile werfen und sagen, okay, sind's mehr oder weniger als 5, ja, mehr oder weniger als 10. Und dann kann ich halt auch ein ganz anderes Gespräch führen, als wenn ich halt immer nur eine Einheit oder die gebräuchlichste Einheit verkaufe. So, also Umsatz ist sicherlich schon mal nicht schlecht. Ja, man sollte das meiner Meinung nach so einfach wie möglich halten. Also ihr kennt ja das Pareto-Prinzip oder du kennst ja das Pareto-Prinzip 80-20. Also mit 20% des Aufwandes erreichst du 80% des Nutzens. Oder auch 20% deiner Kunden machen 80% des Umsatzes. Das ist auch oft richtig. 20% deiner Verkäufer oder der Verkäufer in einem Vertriebsteam machen 80% des Umsatzes.
So, und auch hier vielleicht sagen, okay, wie kann ich denn mit relativ wenig Aufwand einen hohen Nutzen erzielen? Ne? Weil viele fangen dann an, das overengineeren, dass du eine riesige Formel hast mit 25 Parametern, die dann eh keiner ausfüllt. Also erstmal vielleicht klein anfangen. Bei uns ist der Anfang immer gewesen, wie viele Vertriebsmitarbeiter hat das Unternehmen? Wie viele Vertriebsmitarbeiter das nehmen? Da kann ich schon auf das Potenzial schließen. Ne? Also wir haben zwei Punkte, das Thema Chance, also welche Chance habe ich jetzt zum Abschluss zu kommen? Und Potenzial, also was habe ich dort grundsätzlich für ein Potenzial, das ich heben kann? Und das jetzt nur mal auf der Annahme der Vertriebsmitarbeiter. Ne? Bei Wirt heißt diese Vereinfachung, die Mut zu unzulässigen Vereinfachung, also lieber ein bisschen einfacher halten und dafür halt einen guten Datenbasis haben, als zu kompliziert zu machen. Ne? So, welche Quellen gibt es denn für Kennziffern? Es gibt deine eigenen Recherche oder auch Datenbanken. Zum Beispiel das Wachstum des Unternehmens, das kannst du oft auch schon aus also aus Hoppenstedt-Daten und so weiter, kann man das eigentlich ganz gut rauslesen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt eine komplexe CRM-Software verkaufst, oder das haben wir auch schon mal als Anhalt genommen, zum Beispiel, ist diese Funktion im Unternehmen vertreten? Ne? Also gibt es einen kaufmännischen Leiter, dann weiß ich schon mal, okay, das Unternehmen ist wahrscheinlich ein Tick größer. Gibt es einen Vertriebsleiter? Dann würde ich sagen, okay, dann gibt es wahrscheinlich auch einen Vertrieb und dann gibt es wahrscheinlich auch ein Potenzial für unsere Dienstleistung. Ne? Gibt es einen Personalleiter, dann ist das Unternehmen anders aufgestellt, als wenn es keinen gibt. Also daran kann man das oft festmachen. Also das kann man auch ganz gut von außen verursachen. Oder auch, das Unternehmen nutzt eine gewisse Software. Also es gibt ja wirklich Tools wie Datanize zum Beispiel, die die Webseite von Unternehmen analysieren und dann sehen die halt, aha, da ist eine Schnittstelle zu SAP zum Beispiel. Ja, oder zu Salesforce. Wir haben auch eine Schnittstelle zu Salesforce auf unserer Seite. Das heißt, du kannst ja nicht von außen erkennen, dass wir Salesforce nutzen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Services rund um SAP oder rund um Salesforce verkaufe, habe ich da schon mal eine An weiß ich schon mal, wer das überhaupt benutzt, was ja ganz cool ist. Oder ich kann halt rückschließen, wenn ein Unternehmen SAP nutzt, ist es wahrscheinlich so groß, dass es möglicherweise auch meine Services im Bereich Produktion, im Bereich Einkauf und so weiter nutzen könnte. Manchmal sind es auch nur die Quadratmeteranzahl von der Bürofläche oder die Ackerfläche bei einem Landwirt könnte interessant sein. Was ich auch spannend finde, das haben wir auch schon mal geguckt, wir haben einfach uns Messen angeschaut, zum Beispiel die Light and Building, und haben uns dann nur die Unternehmen genommen, die eine gewisse Größe an Messestand hatten, weil wir einfach unzulässig vereinfacht haben und gesagt haben, okay, wenn die mehr als 75 Quadratmeter haben, dann ist das schon ein größeres Unternehmen. Ja, weil du kannst ungefähr 1.000 bis 3.000 Euro rechnen, was so ein Quadratmeter auf einer Messe kostet. Wenn ein Unternehmen so viel ausgibt, hat es eine gewisse Größe. Ne? Und deswegen, und dann hat es wahrscheinlich auch eine Anzahl Vertriebsmitarbeiter, also Potenzial für uns. Also Messestand könnte man nehmen. Der Fuhrpark ist immer interessant. Also Wirt zum Beispiel hat einfach mit unzulässiger Vereinfachung die Anzahl der PKWs genommen und haben daraus mit einer relativ einfachen Formel einfach das Potenzial errechnet. Ne? Also wir haben die Anzahl der PKWs genommen und haben dann pro PKW einen Umsatzvolumen angenommen, das sie machen, und haben sich dann die drei besten Firmen genommen in dem Gebiet, mit denen Umsatz gemacht worden ist, und haben gesagt, okay, bei den besten Firmen haben wir eigentlich die höchste Potenzialauswertung, ne? Also Ausnutzung. Ne? Also da habe ich so viel Umsatz gemacht, da gehen wir einfach mal davon aus, dass ich bei denen 100% meines Potenzials ausgeschöpft habe. Ja? So, diesen Durchschnitt haben sie dann genommen und auf alle anderen umgelegt. Relativ einfach, und konnten damit quasi auf jedes Unternehmen runterrechnen. Die haben so und so viele PKWs, die Daten kann man kaufen. Das ist dann aus diesem Durchschnittswert ist dann das Umsatzpotenzial, und so viel davon haben wir. Relativ einfach, ziemlich clever. Man kann auch die Anzahl der Mitarbeiter natürlich nehmen. Oder bei den Bauunternehmen kann man zum Beispiel sagen, okay, Bauunternehmen mit 10 bis 20 Mitarbeitern, ja, nehmen wir mal, das hast du unterschiedliche Bracken, was weiß ich, 0 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 20, 20 bis 50, 50 bis 100, je nachdem, was man da für Klassen bildet. Nehmen wir mal ein Bauunternehmen mit 10 bis 20 Mitarbeitern, so, und dann guckst du halt in deine Umsatzzahlen rein. Und nimmst dir zum Beispiel die 10% der besten Kunden innerhalb dieses Segments, also Bauunternehmen mit 10 bis 20 Mitarbeitern. So, und dann sagst du, okay, bei den 10% besten Kunden machen wir 100.000 Euro im Schnitt. Ja, in dem Bracket. So, und dann sagst du, okay, das ist für uns Potenzialauswertung, Ausnutzung
100% und kannst das dann quasi als Anhalt nehmen und dann runterbrechen. Dann hast du ein anderes Unternehmen mit 10 bis 20 Mitarbeitern, wo du nur 10.000 Euro machst. Du sagst, okay, da habe ich ja noch 90% Potenzial. So, und jetzt hast du plötzlich, kannst du plötzlich messen und sagen, ey Mann, da ist ja noch so viel Potenzial bei den Bestandskunden, da müssen wir dran gehen. Ja, also ist natürlich eine Vereinfachung, weil es gibt natürlich Bauunternehmen mit 10 Mitarbeitern, die mega viel machen und andere, die vielleicht ganz wenig machen. Aber du hast immerhin schon mal einen Anhalt und wahrscheinlich liegst du damit zu 80% richtig. Und damit bist du schon deutlich weiter als die allermeisten Unternehmen, die das überhaupt nicht planen. Dann, also das waren so die Recherchedaten. Ne? Dann hast du natürlich eigene Informationen. Teilweise waren die jetzt in den Recherchedaten ja mit drin. Also die Anzahl der Produkte, die da drin sind, die Umsatzzahlen, das hat man ja oben schon mit drin. Ne? Homogene Kundengruppen, ne? Also wenn man sagt, das sind unternehmergeführte Unternehmen oder Kapitalgesellschaften oder gewisse Kundensegmente. Also auch da kann man natürlich immer rückschließen, dass man sagt, okay, was ist sich ein Einzelhandelsgeschäft in der Innenstadt, hat wahrscheinlich immer so und so viel Potenzial für mich mit der Größe der Quadratmeter. Ne? So, dann haben wir noch mal ein paar Faktoren, die heute relativ wichtig sind. Also das eine ist der, das hast du bestimmt schon mal gehört, der Customer Lifetime Value. Ich hatte das oben schon mal angesprochen. Also es geht jetzt nicht vielleicht um das, also du hast das Umsatzpotenzial mit dem Bauunternehmen zum Beispiel, das ist jetzt für dieses Jahr oder für ein Quartal oder für einen Monat. Aber was zunehmend wichtiger wird, ist der, oder schon immer wichtig war, aber uns jetzt vielleicht bewusster geworden ist, ist der Customer Lifetime Value. Ne? Also das heißt, wie hoch ist der Wert für mich? Das kann Umsatz sein, das kann wieder Ertrag sein, möglicherweise Empfehlungspotenzial, aber lass uns mal bei Umsatz oder Ertrag oder Deckungsbeitrag bleiben. Also wie hoch ist der Wert für mich über die Lebenszeit, nicht das Lebenszeit des Kunden, aber vielleicht wie so eine durchschnittliche Kundenbeziehung dauert. Ne? Oft sind die ja nicht ewig, manchmal wachsen die Kunden raus oder wir wachsen aus den Kunden raus oder die wechseln dann halt mal. Das passiert ja schon, kann ja schon mal passieren. So, und diese durchschnittliche Zeit und den Umsatz, den du in dieser Zeit machen kannst, das ist der Customer Lifetime Value. Ich mache nochmal ein Beispiel aus dem Restaurantbereich, weil das relativ einfach ist. Also nehmen wir mal an, du machst ein Restaurant auf und machst jetzt Facebook-Werbung, um neue Kunden in das Restaurant zu bekommen. Ne? Und du kannst tracken, wie viel Geld du ausgeben musst bei Facebook, dass tatsächlich eine Reservierung in deinem Restaurant erfolgt. Also nehmen wir mal an, du kannst das durchtracken. Solche Systeme gibt es ja. Und dann kommt raus, dann sagt dein Facebook-Manager, ja, es kostet 1.000 Euro. Es kostet 1.000 Euro, dass einer das macht. Und du denkst so, was? 1.000 Euro? Das ist ja abartig. Ja, das ist ja viel, viel zu teuer. Wir gehen pleite. Ja, und dann kommt jemand anders und sagt, ja, aber du musst dir mal, das ist natürlich mal Liquiditätsthema, ne? Wenn du das jeden Tag machst, wird es halt ein bisschen teuer. Aber du musst dir natürlich auch den Kundenlebenszykluswert angucken, den Customer Lifetime Value. Ne? Und der rechnet dir dann vor, dass er sagt, okay, jeder Kunde, der ins Restaurant kommt, gibt 40 Euro pro Besuch aus. 40 Euro. Dann denkst du, gegen 1.000 Euro, wow, das ist nicht gut. Dann weißt du zum Beispiel, jeder Kunde, und weil du einen besonders guten Service hast, weil dein Essen richtig gut ist, weil du ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hast, kommt einmal die Woche. Im Schnitt kommt er einmal die Woche. Manchmal kommen zwei, dreimal, manche kommen nur, also im Schnitt kommt der Kunde einmal pro Woche. Ne? So, das heißt, er kommt natürlich nicht jede Woche, weil es noch Urlaub und Feiertage gibt. Sagen wir mal, er kommt an 40 Wochen im Jahr. Ne? So, da bist du ja schon bei einem Kundenwert in einem Jahr von 1.600 Euro. 40 mal 30, 1.600 Euro. So, und dann weißt du aber auch, die kommen ja eigentlich nie alleine, die Kunden. Die kommen immer zu zweit. Im Schnitt kommen die immer zu zweit. Manchmal, ne? Also sagen wir kommen im Schnitt zu zweit, vielleicht sind es sogar zu dritt. So, das heißt, du hast nicht mehr 1.600 Euro im Jahr, sondern du hast 3.200 Euro im Jahr Umsatz. So, und dann hast du vielleicht noch aus Erfahrungswerten oder aus Statistiken rausgekriegt, okay, und im Schnitt bleiben die Leute so 3 Jahre, bleiben die dir treu. Wenn du alles richtig machst, bleiben die, danach wechseln die den Job oder das Viertel und so weiter. So, das heißt, du hast 3.200 Euro mal 3 Jahre, dann bist du bei 9.600 Euro Customer Lifetime Value von einem Kunden, den du akquirierst. So, und dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus.
Und das ist meiner Meinung nach jetzt konservativ gerechnet. Ja. So, und deswegen, ne, kurzfristige Denke, was stecke ich in die Akquise rein und was will ich über die gesamte Laufzeit rausholen? Also allein dieser Gedanke, wenn du den mitnimmst, im Online-Marketing ist das komplett üblich, dass man halt sieht, okay, was stecke ich in die Werbung rein, bis ich einen Kunden akquiriere und wie entwickelt sich der Kunde im Schnitt, natürlich auch nicht jeder, über die Zeit, ne? Also vielleicht bestellt er am Anfang ein kostenfreies Buch oder lädt sich was runter. Und dann gibt es vielleicht einen Online-Kurs, und dann gibt es einen gewissen Anteil, die dann den Online-Kurs kaufen, dann gibt es einen gewissen Anteil, die vielleicht in eine Mastermind gehen. Und das rechnet man dann hoch und schaut, okay, was habe ich vorne für Akquisekosten und wie viel Umsatz mache ich über die Laufzeit mit den Kunden, die ich akquiriert habe. Und das kannst du aber genauso gut natürlich im B2B-Umfeld machen, wird meiner Meinung nach aber viel zu wenig gemacht. So, dann gibt es natürlich noch die Infos vom Kunden. Ich denke niemals für meinen Kunden, also das da oben waren Sachen, die du vorher recherchieren kannst. Wenn du beim Kunden bist, du hast jetzt Anhalte getroffen, du hast Annahmen getroffen, du hast unzulässig vereinfacht, macht es natürlich immer Sinn, den Kunden zu fragen. Ja, lieber Kunde, was haben Sie vor in den nächsten 12, 24, 48 Monaten, je nachdem, was ihr für Produktlaufzeiten habt, ja. Ich habe das ja gesagt, bei Jobpilot haben wir immer, 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 immer gefragt, okay, wie viele Anzeigen wollen Sie denn dieses Jahr schalten ungefähr? Was planen Sie denn so? Ja. Und dann war es eigentlich ausgeschlossen, dass ein Kunde sagt, das sage ich Ihnen nicht. Ja, oft haben sie gesagt, ich weiß es nicht. Und dann haben wir halt mal so, okay, wie viel Stellen haben Sie denn letztes Jahr besetzt? Und glauben Sie, dass es jetzt mehr oder weniger wird? Oder gleich bleibt. Mehr. Jetzt viel mehr oder nur ein bisschen mehr? Was meinen Sie? Ja, so, und dann habe ich plötzlich eine Planungsgrundlage, wo ich dann halt nicht nur meine gewöhnliche Stückzahl verkaufen kann, sondern ich kann halt Upselling machen, ich kann mehr verkaufen. Ja. Jo. Wichtig ist auch, und das habe ich ja oben schon mal gesagt, also als wir das Potenzial bei den Bauunternehmen rausgefunden haben, sagen wir, okay, grundsätzlich Potenzial sind 100.000 Euro, du hast nur 10.000 Euro, dann sind diese 10.000 Euro dein Share of Wallet, nennt man das, also von der Brieftasche des Kunden, der Wallet, ne? Wie viel davon gibt er denn mir? Und wie viel kriegen die anderen? Und wenn du von 100.000 nur 10.000 Euro Umsatz machst, ist dein Share of Wallet 10%. Ja, und dann würde ich sagen, da geht noch was. Hatten wir oben auch schon mal das Beispiel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Weil Umsatz ist nicht alles, Marge ist nicht alles, sondern die Frage, okay, was hast denn du überhaupt ausgenutzt bei deinem Kunden? Ja, und, also ein guter Verkäufer geht natürlich da auch rein und versucht, dieses Kundenpotenzial auszuschöpfen. Da komme ich aber jetzt nochmal drauf, so als letzten Punkt. Vielleicht nochmal ganz zurück. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht über das Thema ABC-Kunden. Na, da haben wir den jetzigen Umsatzdeckungsbeitrag, den ich mit Kunden jetzt mache, immer im Verhältnis zum Potenzial. Ja, und auch da ist immer eine Potenzialschätzung drin und dieses Potenzialthema habe ich jetzt nochmal aufgebrochen. Also so eine ABC-Analyse zu machen, das ist dann so eine Vier-Felder-Matrix. Ich verlinke dir diese Folge nochmal unten in den Shownotes. Ist auch sehr, sehr hilfreich und sich wirklich mal zu überlegen, okay, was für Zahlen schreibe ich jetzt da dran? Was ist für mich ein A-Kunde, ein B1, B2-Kunde, was ist ein C-Kunde? Vielleicht auch noch ein BX-Kunde, also ein Kunde, den ich noch nicht habe, und ein CX-Kunde, ein Kunde, den ich noch nicht habe, den ich auch nicht will. Mega, mega wichtig, sich da wirklich mal zu überlegen, okay, was für Zahlen schreibe ich da rein? Ne? Das nochmal als Hinweis. Dann vielleicht nochmal ganz wichtig, das Ganze gilt natürlich für Bestands- und für Neukunden. Ne? Also wir haben ja schon mal über diese, oder du hast diese Formel bestimmt schon mal gehört, die ist vom Dirk Reuter. 1, 3, 5 größer 7. Das bedeutet, der Aufwand, ich mache jetzt nur mal die beiden Enden, der Aufwand, einen Neukunden zu akquirieren im Vergleich zu einem Bestandskunden auszubauen, also den Umsatz mit dem Bestandskunden zu steigern, ist siebenmal so hoch, bis zu siebenmal so hoch. Also siebenmal aufwendiger, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden auszubauen. So, das heißt, wenn du deinen Umsatz wachsen lassen willst, ja, und du hast jetzt die Wahl, okay, kümmere ich mich um die Bestandskunden oder mache ich Neukundenakquise? Dann ist halt ganz oft, ja, wir machen Neukundenakquise, aber es wird eigentlich dieses Potenzial bei den Bestandskunden außer Acht gelassen. Massiv außer Acht gelassen. Weil man es oft gar nicht weiß. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, ja, ich habe irgendwie, was weiß ich, 1000 Bestandskunden und ich habe bei denen einen Share of Wallet von 10%,
dann würde wahrscheinlich niemand mehr sagen, los, lass uns Neukundenakquise machen, sondern er würde sagen, ey, lass uns das doch auf 15, 20% steigern bei den Bestandskunden, die ja eh happy mit uns sind und alles ist gut. Ich verdoppel meinen Umsatz. Easy. Ja? Und wenn du das Gleiche mit Neukunden machen willst, hast du halt einen massiv höheren Aufwand. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Also auf welche Kundenpotenziale fokussierst du deinen Vertrieb? Mega, mega wichtig. Ne? Interessant vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang Empfehlungssysteme. Also wir machen mit unseren Kunden, wenn wir so Vertriebsworkshops machen, Wachstumsworkshops, auch oft so eine Portfoliobetrachtung, wo wir einfach mal gucken, okay, welcher von deinen relevanten Kunden hat denn welches Produkt oder Produktgruppe von dir? Ja, und dann sehe ich halt oft, die Kunden sind eigentlich vergleichbar, der eine hat aber nur Produkt A gekauft und die meisten anderen haben Produkt A und B gekauft. Dann wäre ja da die logische Folge, okay, guck doch, wieso kann ich bei dem nicht auch Produkt B noch platzieren? Das wäre dann das Thema Cross-Selling. Auch das Potenzial wird oft außer Acht gelassen. Ja, also was kann ich denn noch für andere Produkte, möglicherweise auch Partnerprodukte beim Kunden platzieren? Ja. Oft wird dann bei dieser Potenzialanalyse, guckt man sich natürlich die großen Kunden an, weil die das größte Potenzial haben, in der Regel. Aber man muss natürlich immer schauen, da hast du natürlich oft einen hohen Wettbewerbsdruck und einen hohen Preisdruck und eventuell sind die Akquise Aufwendungen, also bis du diesen Kunden mal gewonnen hast mit, was weiß ich, Buying Center und Ausschreibung und Pipapo und Schlag mich tot und langem Sales Cycle, sind möglicherweise so hoch, dass sich das vielleicht auch gar nicht lohnt, an große Kunden dran zu gehen. Oder vielleicht ist der Kunde, sind große Kunden in der Abwicklung auch so unangenehm, dass sich das gar nicht lohnt. Also bei uns ist es oft so, wir arbeiten hier bei der Personalberatung Zenagos fast überhaupt nicht mit Konzernen, weil die Zusammenarbeit nicht besonders gut funktioniert. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber bei vielen funktioniert das nicht gut. Wir sind da oft auch nicht so erfolgreich, wie wir sein könnten, weil wir einfach in den Prozessen in so einem Konzern hängen bleiben. Und deswegen haben wir uns entschieden, wenn wir jetzt aktiv akquirieren, gehen wir nicht an die Großen, obwohl die ein großes Potenzial haben, aber der Akquiseaufwand und der Kundennutzen am Ende und damit auch unser Nutzen ist nicht hoch genug. Ne? Also es kann auch gut sein, dass du mit kleinen Kunden oder mit ganz kleinen Kunden, ja, wo du das Potenzial möglicherweise voll ausnutzen kannst, diese einzelnen Kunden, und wo du einen anderen Vertriebsweg gehen kannst, wo du vielleicht online verkaufen kannst oder über das Telefon, auch dort deutlich mehr Steigerung hinbekommen kannst, als wenn du dich nur auf die Großen konzentrierst. Und das kann man auch ausrichten. Und dafür ist halt diese Potenzialanalyse wirklich cool. Also wenn du, was weiß ich, 100 kleine Kunden hast, wo du jeweils 10.000 Euro Potenzial noch hast, das du aber auch relativ leicht bekommen kannst über zwei, drei Telefonanrufe, dann kann das oft interessanter sein als einen Großkunden, an dem du ewig lang schraubst und wo die Chance, dass du es nicht bekommst, natürlich auch, oder die Gefahr, dass du es nicht bekommst, natürlich auch höher ist. Ne? Bei Kleinkunden hast du irgendwann eine Quote, wo du sagst, okay, jeder Zweite, der anruft, kauft, den ich anrufe, kauft. Ja, so, und dann kannst du relativ sicher auch deinen Umsatz berechnen, den du bekommst, ja, wenn du dieses Potenzial aufnimmst. Mega, mega spannend. Ja? Zum Schluss noch, ich bin schon ein bisschen lang. Du kannst, wenn du jetzt das Potenzial bestimmt hast, wählst du, und das mit den kleinen und großen Kunden weist schon darauf hin, wählst du auch deinen Absatzkanal. Ja? Es ist nicht jeder Kunde gleich. Nicht jeder Kunde wird besucht, sondern ja, wenn du sagst, okay, der Kunde hat nur 5.000 Euro Potenzial, dann darfst du da eigentlich fast gar nicht hinfahren, weil das zu teuer ist. Ja? So ein Außendienstbesuch, 200, 300, 400 Euro. Da muss man mal gucken, wie hoch deine Marge ist. Da bleibt dann oft nichts übrig. Ja, und wo wird das alles gemacht, wo du eigentlich im Nachhinein sagst, okay, da legen wir drauf. Ja, also nicht jeder Kunde ist gleich. Dann überlegen, okay, was für eine Kontaktfrequenz. Ne, bei einem Kunden mit so wenig Potenzial fahre ich dann wenigstens nur einmal im Jahr vorbei, aber nicht jeden Monat. Ja, und wie oft wird das gemacht? Preispolitik. Ja, also bei einem großen Kunden mit viel Potenzial bin ich vielleicht flexibler als einem kleinen Kunden, wo ich weiß, okay, da ist nicht viel Potenzial dahinter. Service Level, was bekommen die? Ja? Und da vielleicht auch, dass die Kunden mit einem hohen Potenzial, dass ich noch nicht 100% gehoben habe oder 50%, also wo ich noch nicht weit genug drin bin, vielleicht da auch einfach das Service Level mal höher schrauben. Ne?
Wo mache ich Key Account Management? Wo gehe ich in die Prozessintegration, dass da die Daten und Informationen direkt hin und her fließen zwischen den Systemen? Wo schicke ich einen Außendienst hin? Was mache ich nur mit Innendienst? Wo bin ich vielleicht nur reaktiv? Wo ich sage, die gehen wir überhaupt nicht aktiv an. Ja? Wie bei uns zum Beispiel die großen Konzerne, die gehen wir eigentlich nicht aktiv an. Da sind wir reaktiv, wenn dann eine Anfrage kommt, kümmern wir uns. Aber aktiv gehen wir andere Kunden an, wo wir interessante Potenziale haben. Wen lade ich auf eine Messe ein, mit wem mache ich nur Mailings, wo habe ich einen Spezialvertrieb, der sich vielleicht nur um diese Spezialkunden, diese Spezialbranche kümmert, und wo mache ich vielleicht sogar strategische Account- oder Key-Account-Pläne, wo ich wirklich einen langfristigen Plan habe, wie ich mich in diesen Kunden reinbohre und das maximal aus dem raushole. So, dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also Potenzial ist unterschätzt, mega, mega wichtig für die Vertriebsplanung, auch für den Profit eines Unternehmens, wo du deine Zeit verbringst. Auch wenn du dich mit einem Karrierewechsel beschäftigst, ist das Thema Potenzial, also was habe ich für einen Ertrag, Nutzen aus dieser Beziehung, super, super wichtig. Da vielleicht auch nicht nur auf jetzt gucken, auf dieses Quartal, auf dieses Jahr, sondern den Customer Lifetime Value sich auch anzuschauen. Also was hole ich über die Dauer der Kundenbeziehung raus. Wo setzt du deine kostbarste Ressource ein, nämlich deine Vertriebspower, deine Zeit, die des Unternehmens, die des Teams? Wie kannst du das Ganze erheben? Also du hast Kennziffern, eigene Recherche, wie gesagt zum Beispiel, gibt es da einen Vertriebsleiter oder haben die eine SAP-Schnittstelle? Wie viele PKWs haben die, wie viele Mitarbeiter oder halt die Infos, die du schon selber erhoben hast. Wir sind noch mal kurz auf den Customer Lifetime Value eingegangen, das Beispiel mit dem Restaurant, ne? Also nicht nur betrachten, was ich jetzt habe. Was sagt der Kunde mir? Da noch mal der Hinweis, wenn du nicht fragst, wird es dir nicht sagen. Und wenn du fragst, wird es dir meistens sagen. Du musst es natürlich, wie die meisten Sachen im Vertrieb, einigermaßen clever anstellen. Ich habe noch mal das Thema Neu- und Bestandskunden aufgeschlossen. Also das hat nicht nur was mit Neukundenakquise zu tun, sondern vielmehr auch mit der Bestandskundenakquise. Und da ist auch so viel Luft noch drin für ganz viele Unternehmen. Das merken wir immer, wenn ich in Workshops mit Unternehmen reingehe, wenn wir dieses Wachstumsthema angehen, diese Wachstumsworkshops machen und diese Entwicklung. Da ist so viel Potenzial. Also wir heben meistens an einem Tag, wenn wir die Themen mal durchgehen, Hunderttausende bis Millionen Euro, die relativ einfach zu holen sind, weil man sich einfach nur auf die Sachen konzentriert, die mehr Ertrag bringen. So, zum Schluss noch ein paar Zitate. Listen to your customer or you will have none. Also, hör deinem Kunden zu oder du wirst keine mehr haben. Ja, auch da, ich denke nicht für meinen Kunden, ich frage meinen Kunden, was er will. Ne? The customer tells you how to stay in business best that we listen. Also der Kunde erzählt uns, wie wir im Geschäft bleiben, ne, wie ich das aufbauen kann, was er noch möchte. Also hören wir besser zu. Aber das letzte Zitat finde ich sehr krass. Das kommt bei mir auch an die Wand. Assumptions are the termites of relationships. Also Annahmen, Vermutungen sind die Termiten von Beziehungen. Das ist krass. Ja? Also das, was ich über jemanden annehme, was er denkt, was er fühlt, was er braucht, was er nicht braucht, zerfrisst oft die Beziehung, privat, aber auch zum Kunden. Und deswegen, ne, noch anders der Spruch, ich denke niemals für meinen Kunden, hier ist es vielleicht noch ein bisschen figurativer, Annahmen sind die Termiten in Beziehungen. So, und damit bin ich durch. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Input, den ich dir gegeben habe. Wenn du Fragen hast, wenn du noch Ideen hast, wenn du Beispiele hast, wie ihr das bei euch gelöst habt, bei euch im Unternehmen oder wie du das für dich gelöst hast, super, super spannend. Bitte teil die Erkenntnisse mit mir. Ich gebe die dann auch weiter hier über den Podcast, über LinkedIn, über Xing, über Facebook, über Instagram oder auch in dem Blogartikel. Also schreib mir gerne über Christopher Funk bei LinkedIn. Also Christopher Funk von Xenagos bei LinkedIn oder bei Xing oder Vertriebsfunk@xenagos.de. Ja, ich freue mich, dass du mein Hörer bist. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr gestartet und gibst schon richtig Gas. Und bleibst dabei. Also bis zum nächsten Mal. Gib alles, dein Christopher Funk. Tschüss.